Wir befinden uns hier in den heiligen Räumen von Harald Wohlfahrt, in der Küche der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach. Herr Wohlfahrt ist eine Legende. Nicht nur für mich zählt er zu den besten Köchen Deutschlands oder gar der Welt. Er ist auch schon seit 1992 wird sein Restaurant mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet, was eine herausragende Leistung ist. Herr Wohlfahrt, was bereiten Sie denn da gerade Schönes vor? Ja, im Moment ist vegetarisch sehr trendy. Ich mache hier also ein gegrilltes Gemüse. Das servieren wir dann mit einem Tomaten-Auberginen-Kompott. Und dazu gibt es noch einen Kompott von gegrillter Paprika. Und das Ganze wird serviert mit einer Pinienkernmarinade und dazu noch Parmesan-Chips. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Wir sind ja hier in der Küche der Schwarzwaldstube. Hier geht es ja hauptsächlich um Genuss. Was ist für Sie denn selbst Genuss? Und was bedeutet das für Sie? Ja gut, Genuss ist... Finde ich mal angenehme Dinge aufzunehmen, die zu genießen. Unter anderem ist ein ganz großer Genuss meine Enkelin, die ist 3,5 Jahre alt. Wenn ich die habe über den ganzen Tag, dann ist es Genuss pur, weil wir so viele interessante Momente verbringen, erleben, so viele intensive Momente haben und so natürlich auch alle gemeinsam essen. Wenn ich sehe, wie so ein junger Mensch dann so mit den einzelnen Aromen sich beschäftigt und gestern habe ich herbeigebracht, wie frische Minze schmeckt, das ist einfach toll, wenn man so einem jungen Menschen schon sehr vieles von der Erfahrung, die man selber hat, beibringen kann. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Ich denke, das ist auch ein sehr schöner Ausgleich. Dann ja, absolut. Ich muss ehrlich sein, ich hole jetzt also ein Stück weit nach, was ich bei meinen eigenen Kindern versäumt habe. Wir haben ja auch eine Familie mit 3 Kindern, die zwar alle sehr gut beraten sind, aber ich selber damals so intensiv mit der Arbeit beschäftigt war, dass da einfach sehr vieles verloren ging. Und das hole ich jetzt einfach nach. Welche Dinge sind für Sie denn wichtig in der Küche? Ja gut, grundsätzlich habe ich die besten Produkte, weil die brauchen gar nicht mehr viel. Wenn die sorgfältig zubereitet werden, dann habe ich das Beste auf dem Teller. Aber natürlich brauchen sie auch tolle Mitarbeiter, brauchen sie auch eine gut ausgestattete Küche, dieses Equipment. Es muss eigentlich im Prinzip, das ganze Umfeld muss optimal sein, dann kommt auch was Optimales raus dabei. Und gute Produkte, wo bekomme ich die selber her? Muss ich dazu zum Biobauernhof fahren? Kann ich im Supermarkt bei mir, im regionalen Supermarkt einkaufen? Gut, Bio klingt gut, Bio klingt trendy und ich gehe in der Regel auch davon aus, dass bei Bio einfach auch, wenn man darauf achtet, bei der Produktion, dass gesünder produziert wird, wie wenn ich das eben im Supermarkt hole. Das ist nicht immer eine Garantie, aber ich gehe mal davon aus, dass so ist. Aber wir haben selber ein Bezugsquellennetz aufgebaut, dass wir Lieferanten aus der ganzen Welt haben. Das heißt, ich habe Lamm aus Limousin. Ich habe das Reh aus Österreich, wir haben Fische, Meeresfrüchte aus der Bretagne oder natürlich vom Norden, also sprich Finnland, Schweden, aus den nordischen Ländern. Und so hat man ein weltumspannendes Netz, wo man ganz genau weiß, wo bekomme ich die besten Artischocke, wo bekomme ich das beste Rindfleisch, wo bekomme ich das beste Wild und so weiter und so fort. Sie haben ja Ihr kleines Enkelkind gerade erwähnt. Was gibt es denn dort auf dem Tisch, wenn Sie hier in die Küche reinkommen und sagt, Opa, ich habe Hunger, koch mir doch mal bitte was. Was ist dort Ihr Leibgericht? Na, ich muss sagen, ich muss ihr natürlich das ganz gute Essen muss ich ja sukzessiv so ein bisschen beibringen. Also sie muss ehrlich sein, sie tut sich schwer mit scharfen Dingen. Es muss also alles sehr mild sein und sehr schön spielt sie mit, wenn ich mal Karottenpüree mache oder mal Selleriepüree mache. Ja, sowas isst sie sehr gerne, aber so sehr würzige Dinge, die lehnt sie doch noch ab. Also da ist auch noch viel Aufbauarbeit erforderlich. Ja. Was ist denn Ihre Motivation jeden Tag und vor allem auch Inspiration, wenn Sie hier in der Küche stehen? Gute Motivation ist sicherlich natürlich, ich habe in jungen Jahren ein großes Ziel gehabt, eben, dass ich dieses Restaurant, die Schwarzwaldstube, mit 3 Sternen am Markt etablieren wollte. Das ist uns gelungen, auch in relativ jungen Jahren. Das ist die Motivation zu sagen, ich habe in diesem Betrieb, in der Traube Tonbach, eine ganz tolle Chance als junger Mensch bekommen. Ich durfte meine Ziele alle erreichen und jetzt ist mein persönlicher Anspruch, diese Ziele und dieses Renommee auch so lange wie möglich zu halten. Und das ist ja schon eine Aufgabe, eine Herausforderung, dass ich, wenn sich eine Erstligamannschaft in der Bundesliga halten möchte, so ist das letztendlich, wenn sich ein 3-Sterne-Koch auch in der 3-Sterne-Liga halten möchte. Ja, super, Herr Wohlfahrt. Ich bedanke mich sehr für Ihnen für das interessante Gespräch. Und Sie haben gerade angesprochen, dass Sie das vegetarische Menü schon mal vorbereiten. Und ich denke einfach, dass es bei mir heute Abend auch mal fleischlos sein wird und ich einfach auch mal das vegetarische Menü hier in der Schwarzwaldstube probieren werde. Thank you.